Jetzt haben Sie sich schon mal überlegt, wie der Senf in diese kleine Verpackung kommt, dass Sie die wunderbar individuell, so wie Sie die Menge möchten, auf Ihr Weckle draufbringen? Ja. Dazu haben wir Lösungen und die Produktmanager in der Antriebstechnik, Axel Händler und Christian Seliger, bringen in dem nächsten Vortrag eine kleine Lösung in dieses Problem, wie verpacke ich Flüssigkeiten in kleine Verpackungsmaschinen und was hat es damit noch alles anderes auf sich. Bitte begrüßen Sie Axel Händler und Christian Seliger. Ja, schönen guten Tag, ich bin Axel Händler, ich bin kein Produktmanager, ich bin ein System-Marketing-Manager für die Siemens Antriebstechnik. Ja, und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Christian Seliger, ich bin Regional Promotion Manager bei Siemens im Bereich General Motion Control. Und haben Sie sich gefragt, was das ist? Das ist eine neuartige Verpackung, die Sie mit einer Hand öffnen lässt. Und darin lassen sich eben kleine Mengen an Flüssigkeiten verpacken. Zum Beispiel, wie angesprochen, der Senf für die 3M-Weckler, aber auch zum Beispiel Handcreme oder in dem Fall jetzt hier Desinfektionsmittel. Ja, und um diese neuartige Verpackung produzieren zu können, war es für den Maschinenhersteller, der das entwickelt hat, auch notwendig, ein neues Maschinenkonzept zu entwickeln. Und wir als Siemens haben den Maschinenhersteller hier unterstützt, mit maßgeschneiderten Lösungen, wie unser neues Servoantriebssystem Synemix S210. So, was ist der Synemix S210? Der Synemix S210 ist ein Servoantriebssystem, wie ich schon gesagt habe. Das heißt, das System besteht aus Umrichter, Motor und das Highlight hier ist, man braucht nur ein Kabel, also das Ganze ist über eine One-Cable-Connection verbunden, der schon die Signalleistungs- und die Bremsleitung enthalten ist. Ja, es ist ein System, das Applikationen im Mid-Range-Motion-Control-Bereich adressiert. Hier für die Verpackungsindustrie, wie schon erwähnt, aber auch für Handling-Applikationen oder aber auch im allgemeinen Maschinenbau zum Beispiel. Genau, den Motor, den Sie hier sehen, habe ich mitgebracht. Gibt es in verschiedenen Ausführungen, also einmal als Variante für wirklich hochdynamische Applikationen, heißt mit sehr geringem Motorträgheitsmoment, kann das eben sehr schnell beschleunigen oder auch als kompakte Variante ist der eben auch verfügbar. Ja, und um das optimale Zusammenspiel eben zu gewährleisten, das System funktioniert optimal mit unseren Simatic Steuerungen, also mit der S7-1500, mit der 1500T, um hier eben zum Beispiel Positionieraufgaben durchzuführen, Synchronisieren von Achsen oder eben auch Kurvenscheiben. Aber jetzt vielleicht mal zunächst, Axel, vielleicht kannst du uns mal erklären, welche verschiedenen Motion-Anwendungen gibt es in so einer Verpackungsmaschine und wie lösen wir die mit dem neuen Synemix S210? Ja klar, es war jetzt ein bisschen, ne, erstmal Hardware, ja, aber wichtig ist, wo jetzt eingesetzt. Wir haben ein Beispiel mitgebracht. Wenn Sie nachher zu uns auf den Stand kommen, sehen Sie die Maschine auch live. Das ist jetzt zum ersten Mal eine digitale Animation. Ich will es mal ein bisschen durchführen, wir müssen sagen, was gibt es für verschiedene Anwendungsfälle, die eben mit unserem neuen Servoantriebssystem umgesetzt werden. Da gibt es zum Beispiel einmal so eine Wickler-Applikation, da wird eben dieses Trägermaterial durch die Maschine geführt, läuft dann über verschiedene Walzen. Jetzt hier haben wir zum Beispiel ein rotierendes Messer. Da werden hier so kleine Schlitze gemacht, dass es später die Sollbruchstelle für diese Verpackungsmaschine mit der Flüssigkeit rauskommt. Wir gehen dann hier weiter. Hier kommt jetzt ein zweites Material, das Deckmaterial drauf, wird hier zusammengeführt in dieser Einheit und befüllt. Und dann im Weitergang gibt es eben noch einen Querschneider, eine Stanze und eben in dem Fall noch ein Förderband, was diese ausgeschnittenen Sachets aus der Maschine herausbringt. So, Sie sehen, eine relativ einfache Maschine mit sehr komplexen Bewegungsanwendungen, also einmal hochdynamisch, wo es ins Messer geht. Der Wickler, da ist es jetzt nicht so dynamisch, da geht es eher um eine präzise Regelung. Und das wird in dem Fall gemacht mit unserer Simatic S7-1500. Das ist praktisch die Steuerung, die eben genau die taktsynchronen Ansteuerung der Achsen und auch die ganze Bewegungsführung realisiert.
So, jetzt ist es natürlich so, jetzt haben Sie eine Maschine. Ne? Was ist wichtig bei einer Maschine? Natürlich erstmal die Qualität muss passen. Das wird natürlich durch die Mechanik und die Ansteuerung gelöst. Aber wichtig ist auch, dass Sie so viel wie möglich von diesem Päckchen rauskriegen wollen. Ja? Dafür hat vielleicht der Christian die richtige Lösung. Genau. Die Frage ist, wie realisieren wir das Ganze? Und wir realisieren das Ganze zum einen durch die hochdynamischen Motoren und eine sehr schnelle Servoregelung auch, die im Umrichter verfügbar ist. Die hochdynamischen Motoren, dadurch kann eben der Motor, weil er eben ein geringes Motorträgheitsmoment hat, sehr dynamisch, sehr schnell abgebremst werden. Und also zuerst beschleunigt werden und dann auch wieder sehr schnell abgebremst werden. Und das ist eben genau das Richtige und genau das brauche ich eben bei solchen Applikationen, wie wir sie gerade im Video gesehen haben, zum Beispiel bei diesem rotierenden Messer. Das muss er schnell beschleunigen und dann wieder eben auch abbremsen. So, dann haben wir eben diese sehr schnelle Servoregelung und durch diese sehr schnelle Servoregelung können wir auch sehr gut und sehr dynamisch auf Störgrößen, die im Prozess immer wieder auftreten können, reagieren und diese dann ausregeln. Zusätzlich erreichen wir eben eine sehr hohe Systemperformance dadurch, dass der Motor und auch der Umrichter dreifach überlastfähig sind, also eben für die Spitzenbeschleunigung dann. Und weiterhin verfügt der S210 auch über einen integrierten Bremswiderstand, was uns dann auch wieder zugutekommt, dass ich eben den Motor dann sehr schnell auch abbremsen kann, sehr dynamisch. Ja, jetzt habe ich Ihnen vorhin gesagt, ja, wir haben unsere verschiedenen Motion-Anwendungen in der Maschine. Ja. Nehmen wir mal so, der Umrichter und der Motor ist eigentlich der Muskel, das Gehirn ist die Steuerung. Es ist natürlich wichtig, dass die Steuerung und der Muskel, der Umrichter und der Motor entsprechend schnell kommunizieren können. Wir machen das eben über Profinet IRT, also taktsynchrones Profinet, einfach um auch sicherzustellen, dass jede Achse zur gleichen Zeit, wenn es dem Befehl kommt, auch im Gleichlauf weiterläuft. Weil wir ja nicht, dass irgendwann mal, na, wenn man mal hier auf so eine Verpackung schaut, da steht hier Siemens drauf, ja, und es wird ja irgendwann ausgestempelt, wäre blöd, wenn das Siemens auf einmal weg wäre. Also auch um hier einmal die Geschwindigkeit von der Maschine zu gewährleisten und eben auch die Synchronität mit der Steuerung sicherzustellen. Ja. Deswegen schnelle Kommunikation über Profinet. So, wir helfen Ihnen mit unserem Synamics Antriebssystem das Letzte, das Maximale aus Ihrer Maschine herauszuholen. Ja, Axel, aber eine hohe Produktivität, das ist doch nicht alles. Das ist doch genauso wichtig, dass auch der Personen- und der Maschinenschutz eben gewährleistet ist. Ja, und wie realisieren wir das? Wie machen wir das? Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Ne? Sicherlich, die Maschine muss produzieren, aber was, wenn die Maschine stehen bleibt, weil vielleicht irgendwie ein Störfall ist, muss ich natürlich ein Notaus-Konzept umsetzen. Wir haben standardmäßig in unserem Antriebssystem, in dem Synamics S210, schon Hardware integriert, die eben genau diese Sicherheitstechnik berücksichtigt. Also Sie brauchen keine zusätzlichen Schütze, keine Auswertegeräte. Das ist standardmäßig in den Geräten bereits verbaut. Und je nachdem, was Sie für eine Anwendung haben, also jetzt gehen wir nochmal zu unserer Maschine von vorhin. Ja, jetzt ist irgendwo eine Störung passiert, Sie hauen auf den Tod auf. Was wollen Sie, dass die Maschine möglichst schnell stehen bleibt? Dafür gibt es eben Funktionen für sicheres Abschalten. Ja, das sind Standardfunktionen, die sind im Gerät integriert. Jetzt ja, haben Sie diesen Betrieb, die Maschine ist am Laufen. Ja. Die zweite Sache ist, jetzt wollen Sie die Maschine vielleicht einrichten. Ja. Es wird irgendwie der Stempel getauscht oder die Walze wird irgendwie getauscht. Jetzt wollen Sie die Maschine nicht stillstehen lassen, sondern sie soll vielleicht mit einer gesicherten, langsamen Geschwindigkeit, einer überwachten Geschwindigkeit verfahren werden. Also dass die Maschine, die Kollegen an der Maschine, die einrichten, dass da keine Gefährdung entsteht. Auch hierfür gibt es Sicherheitsfunktionen, die entsprechend im Umrichter umgesetzt werden können. Oder haben Sie vielleicht eine Anwendung, wo Sie einen Motor haben, also den Motor, den gibt es auch mit einer Feststellbremse. Wenn der sich überwacht werden soll, auch diese Funktionen sind im Umrichter bereits integriert. Ja, und wir haben vorhin gesehen, die Kommunikation über Profinet ist eins der Feature eben von diesen Umrichter. Und auch im Bereich Safety ist es wieder wichtig, dass eben der Umrichter und die Steuerung Hand in Hand gehen. Das heißt, aus diesem Grund können eben die Sicherheitsfunktionen auch wieder direkt über Profinet, ProfiSafe angesteuert und angesprochen werden. Und es bedeutet für Sie eben, dass die Standard- und die sicherheitsgerichtete Kommunikation über eine Busleitung läuft. Und für Sie als Maschinenhersteller, Sie sparen sich hier eben Verdrahtungsaufwand und auch externe Hardware. Ja, genau.
So, ja, mit unseren bereits integrierten Sicherheitsfunktionen erhöhen wir eben, wie Sie gesehen haben, den Schutz und die Sicherheit von Ihrer Anlage und von Ihrem Bedienpersonal. Ja, jetzt haben wir das Pferd ein bisschen hinten aufgezeugt. Es ist mir erstmal gekommen, dass die Maschine schon läuft und dass sie vielleicht sicher gemacht wird. Aber wo stolpern Sie das erstmal drüber? Natürlich, wenn Sie die Sachen in Betrieb nehmen, wenn Sie sie installieren wollen. Was können wir hier machen, Christian? Ja, eben die einfache Installation, die realisieren wir über die Ein-Kabel-Technik. Sie haben gesehen, ich habe hier nur eine Leitung mitgebracht mit auf die Bühne. Das heißt, über diese eine Leitung haben wir schon die Leistungsleitung, die Signalleitung und auch die Bremsenleitung integriert. Das heißt, anstatt wie es früher war, wo Sie vielleicht drei Leitungen verlegen mussten in Ihrer Maschine, müssen Sie jetzt nur noch eine Leitung eben vom Umrichter zum Motor verlegen. Ja, und ganz wichtig natürlich auch, wenn Sie Applikationen haben, wo es vielleicht eine Schleppkette drin gibt, ja, gibt es auch spezielle Kabelvarianten, die eben einen erhöhten Biegeradius zulassen. Ja, genau. Und bei der Installation sparen Sie sich aber noch weitere Zeit. Wir haben in unserem Motor hier schon ein elektronisches Typenschild integriert. Und das heißt, in diesem elektronischen Typenschild sind alle wichtigen Daten für die Inbetriebnahme schon enthalten. Wichtige Daten wie zum Beispiel die Nenndrehzahl, das Nenndrehmoment, das ist da alles schon drin. Das heißt, wenn Sie den Motor an den Umrichter anschließen, werden diese Daten ausgelesen und Sie müssen diese nicht mehr manuell von Hand eingeben. Ja, und das erleichtert natürlich wieder die Inbetriebnahme und spart Zeit. Und dann haben wir auch noch eine zusätzliche Funktion in den Umrichter integriert. Und diese Funktion ist eine automatische Regleroptimierung. One-Button-Tuning nennen wir das Ganze. Und damit wird eben der Regler auf die Mechanik von der Maschine, die Sie bauen, und auf die gewünschte Dynamik eingestellt und optimiert. Und auch wieder das spart dann Zeit. Also mal als Beispiel, ich habe mir das selber natürlich auch schon angeschaut und ich habe das auch in Betrieb genommen. Also wirklich, ich schaffe es innerhalb von 5 Minuten vom Einschalten über die Inbetriebnahme zum ersten Drehen, dass der Motor nach 5 Minuten bereits läuft. Ja? Also es ist wirklich, wenn Sie normal diese Servoantriebssysteme kennen, ja, ist natürlich sehr viel zu parametrieren. Wirklich dadurch, dass der Umrichter und der Motor sich kennen, die Regler optimieren, die automatische, das unterstützt hier wirklich den Inbetriebnahmevorgang. Ja? Vielleicht noch ein anderer Punkt, wenn man sich das Gerät anschaut, das ist so schon sehr kompakt, ja, aber zusätzlich haben wir natürlich auch noch weitere Sachen eingebaut. Es gibt zum Beispiel einen eingebauten Bremswiderstand. Ne. Vorhin hat man das Thema Dynamik. Dynamik heißt ja nicht nur schnell beschleunigen, sondern auch schnell abbremsen. Wie macht man das? Muss die Bremsenergie entsprechend verbraten. Es gibt standardmäßig einen Bremswiderstand eingebaut und natürlich auch wichtig, ja, wenn man das Ding im Schaltschrank einbaut, wir haben einen eingebauten EMV-Klasse C2-Filter. Ja, also Sie müssen jetzt keine externen Filter einbauen. Das spart natürlich Platz im Schaltschrank, weniger Verdrahtungsaufwand. Sie können die Geräte zum Beispiel auch im Schaltschrank Seite an Seite bauen. Also wirklich hier wirklich nochmal Vorteile für Sie, für die Installation. Spart Platz in der Maschine und im Schaltschrank. Schnelle Inbetriebnahme, ja, einfache Installation, alles in einem Gerät. Genau, wir haben gesehen, dass sich das Synamics S210 Servosystem durch Einfachheit auszeichnet und Ihre Inbetriebnehmer werden es dafür lieben, weil Sie eben die Inbetriebnahmezeit deutlich verkürzen. Und daneben ist es aber auch sehr performant und sicher, haben wir gesehen. Performant eben durch die hochdynamischen Motoren, die hohe Überlastfähigkeit von Motor und Umrichter und sowie die schnelle Servoregelung. Damit können Sie die Produktivität Ihrer Maschine steigern. Und wir haben gesehen auch, die integrierten Sicherheitsfunktionen stellen eben den Personen- und Maschinenschutz sicher. Und Sie sparen sich eben zusätzlichen Aufwand, weil Sie das Ganze auch über Profinet, ProfiSafe ansprechen können. Genau. So. Jetzt am Ende dieses Vortrags wissen Sie, ja, wie die Flüssigkeit hier in die Verpackung kommt, welchen Beitrag unsere Antriebe, unser neues Servosystem S210 dazu leisten und warum Dynamik auch so wichtig ist dabei. Bleibt uns nur noch, uns bei Ihnen zu bedanken für die Zeit, die Sie geopfert haben. Ich lade Sie ein, kommen Sie nachher zu uns auf den Stand. Da sehen Sie einmal die Maschine live, Sie sehen auch die Hardware live, natürlich noch die anderen Antriebslösungen, die wir bei Siemens für Sie bereitstellen können. Dankeschön. Ja. Vielen Dank. Wir erwarten Sie, um Ihnen die passende Antriebslösung aufzuzeigen. Vielen Dank an uns.